Herzlich willkommen zu noch einer Folge Fischkopf TV. Hier ist der Fischkopf. Wir spielen weiter COD Ghosts im Multiplayer. Und ich weiß, letztes Mal habe ich gesagt, wir spielen noch eine Runde Hardcore. Aber jetzt hatte ich Angst auf einmal gekriegt und jetzt spielen wir ganz normal. Einfach mal so. Und dazu sei gesagt, liebe Freunde, ich habe eben so eine Warmwertrunde gespielt. Und da habe ich hart verkackt. Deswegen wird das hier noch nicht mal so eine skillige Runde, wie wir es gewohnt waren in letzter Zeit. Am Ende da vor Hardcore. Sondern einfach nur so eine Folge, wo ich so ein bisschen rum erzähle. So Quatsch erzähle aus meinem Leben hinaus. Hinein in eure Gehirne. Das tut mir wahnsinnig leid. Aber selber schuld, wenn man jetzt immer noch Ghosts guckt. Ich weiß gar nicht, warum ich das noch spiele. Ich meine, klar, ich weiß, warum ich das spiele. Es macht mir Spaß. Es ist schön schnell, aber nicht zu schnell. Oh. Und so langsam kriege ich dann irgendwann den Dreh so ein bisschen raus. Jetzt hat mich doch einer von da hinten weggenascht, die alte Naschkatze hier. Ja, und das neue DLC ist ja auch schon raus für die Xbox. Nur für die Xbox. Ganz alleine. Wir dürfen nicht mitspielen, denn wir sind doof, sagt Microsoft. Ich prangere das sehr an. Ich finde, das hat auch überhaupt null Daseinsberechtigung. Also wer das in Schutz nimmt, dem sage ich, was mit dir, Freundchen? Was ist mit dir los? Was ist denn mit dir? Geht's dir nicht gut? Hast du Fieber? So, willst du mal die Füße hochlegen, ein bisschen besser? Weil was soll denn der Quatsch? Was soll denn... Also ich als Xbox-Mensch... würde auch sagen, was soll denn der Quatsch? Warum soll ich denn jetzt alleine dieses Spiel zuerst spielen? Und die anderen müssen doch auf einen Monat warten. Das ist doch völliger Quatsch. Das ist doch absoluter und völliger Quatsch. Einfach so. Oh, das war geil. Wolfi direkt geholt, ne? Zack, ab in den Kopf gebissen. Ja, also, wo waren wir stehen geblieben? Was soll der Quatsch? Ja, wir alle sind Menschen mit Gefühlen und Bock auf COD. Warum? Warum zur Hölle dürfen wir nicht mitspielen? Sondern müssen einen Monat lang irgendwie gegen eine Wand starren. Aua! Na, so ist ja nun nicht, ne? Aber ist euch mal aufgefallen, dass ich jetzt schon wieder einen Hein rufen konnte? Ist immer, wenn ich irgendwie rumquatsche und gar nicht aufpasse, dann läuft das hier manchmal. Aua! Scheiße. Aber immer, wenn ich einen Hein raushole, dann tötet der keinen. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Muss man da noch irgendwas machen? Oh! Oh, 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 das war richtig schlecht. Aber jetzt haben wir ihn noch gekriegt. Wurden aber von jemand anderem getötet. Das prangere ich auch hart an. Des Todes 2000. Ich liebe meinen neuen Perk. Also so neu ist das Ding ja gar nicht mehr. Wo ich hier die Satcoms und die... Oh. Und die Selbstexplosionspackung sehe, da lache ich die noch aus. Ha, ha, ha. Oder aus dem feindlichen Hind. In der Luft. I don't like. Oh, lass mich doch mal raus, Mann. Immer dieses Gelegge hier... Und dann stehen da so zwei Elite-Soldaten so in dem Türraum und denken sich, kannst du mal durchgehen? Nee, kannst du mal durchgehen? Nee, kannst du jetzt mal Platz machen hier? Nee, kannst du mal Platz machen, Digga? Ich will da durch. Nee, ich will da durch. Nee, ich will da durch. Ja, als wenn du da durch wolltest. Aua! Und ich habe zuerst auf E gedrückt. Sausack. Und ist der Hind hier auch mal weg, oder? Ist das hier irgendwie so ein Dauerurlaubsflug? Kann ja wohl nicht sein. Seid ihr schon mal mit dem Helikopter geflogen? Ich noch nicht. Ich bin ja auch ganz spät erst überhaupt geflogen in meinem Leben. Da haben ja die meisten Leute gesagt, was? Hast du Angst oder was? Hab ich so, nö. Kein Geld. Lange Zeit kein Geld gehabt, hat sich nie irgendwie ergeben. Und ich bin mit, wie alt war ich da? Ich glaube 28 war ich, als ich das erste Mal geflogen bin. Und da haben mich die Leute alle angeguckt, ne? So als wenn ich noch nie ein Auto gesehen hätte. Was? Und ja, ich fand's cool. Also ich fand's richtig cool. Ich fand's auch cool, das so spät zu machen. Irgendwie. Weil ich mach jetzt mal ganz ehrlich, ne? Diese Flüge von Berlin nach Köln. Es ist ein geiler Luxus. Aber sein muss das ja nicht, ne? Das ganze Kerosin. Mein Problem ist ja, das ist ja auch so eine ganz skurrile Sache in der heutigen Zeit des Heutetums, finde ich. Dass jemand wie ich, der jetzt irgendwie tendenziell kein Geld hat, also null, also gar kein Geld hat, also wirklich, also ohne Scheiß Minusgeld hat. dass es für mich sich lohnt, also er lohnt, warte mal, erstmal den Hund hier holen, sonst schreiben mich wieder alle in den Kommentaren, ne? Du hast die ganze Zeit einen Wolf. Für mich mehr lohnt oder für mich günstiger ist, zur Gamescom zu fliegen,
als mit irgendwas anderem zu fahren. Und da rechnen wir jetzt mal mit Vergelegenheit ab. Das mache ich nicht mehr. Da bin ich, ich will das jetzt gar nicht schlecht reden. Das ist eine gute Sache. Aber ich habe da so meine Erfahrungen mitgemacht, die nicht so geil waren. Und sei es auch nur mein Erwachsenenstolz, der mir sagt, komm, du bist auch nicht mehr 16, ja? Du kannst jetzt auch mal nicht die ganze Zeit dich voll labern lassen. Wobei, ich hätte auch noch mal Geschichten, die kann ich auch noch mal erzählen. Wir sind ja jetzt hier in der Erzählfolge, nicht wahr? Einmal bin ich mit der Mitfahrgelegenheit gefahren, aus Hamburg nach Berlin. Und da waren da schon so irgendwie 4 andere Leute und dachte ich, okay, scheiße. Und dann war das so ein großer alter Mercedes-Bus. Wisst ihr, diese Wannen, die die Bullen manchmal benutzen? Dieser ganz, so ein ganz großer halt, ne? Und der war aber nun nicht mehr so frisch, ne? Der war halt schon, der hatte schon ein paar Tage hinter sich. Ups. Das war der letzte Kill, ne? Und wir haben nicht gewonnen. Aber 21-12, geil. Geil, ich zeig's nochmal. Scheiße, ich hatte 21-12 und Elmo hatte 22-12. Naja, gut, dann muss ich jetzt mal GG schreiben, ne? Ja, GG. Okay, also, ich war ja noch am Erzählen. Also war das so eine alte Wanne, ja? So ein orangener, großer, riesen VW-Bus, aber so eine, also so ein kantiger, ne? Nicht so ein VW-Bus, sondern so ein Bus. Und dann hatte der Typ hinten, hatte der so einen Tisch und man saß halt mit den Rücken jeweils an den Seiten des Autos von innen. Oh, verstehe schon, wie ich das meine. Und dann hat er uns da so quasi hingesetzt. Das fühlte sich so ein bisschen an wie so ein Gefangenentransport. Aber halt auch, oder wie Bullen, wenn die transportiert werden zum Einsatz. Ne? Und dann, das Erste, was mir aufgefallen ist, der Typ war, der sah ganz nett aus. Aber der hatte ungefähr gefühlte 28 so Gemälde von der heiligen Mutter Maria überall hängen. Ne? Und auch so Figuren von ihr und so. Und so, und so Ketten mit so Kreuzen drauf. Das war schon so ein bisschen... Was ist da los? Und dann, sitze ich da hinten und ich saß auch ganz hinten an der Tür quasi. Hinten war ja nochmal so eine Aufklapptür. Die haben wir zwar nicht genutzt, wir sind an der Seite eingestiegen, aber da war halt auch eine Tür. Und dann fahren wir los und dann merke ich, dann gucke ich so nach links und dann gucke ich und dann merke ich, da ist ein Loch drin, ne? Also ich hätte meinen Fuß da so auf die Autobahn stellen können, wenn ich das gewollt hätte. Wäre natürlich ganz schön komisch gewesen. Hätte ich das gemacht. Aber hätte ja sonst was passieren können, ne? Ich hätte ja auch einen Apfel aus meinem Rucksack nehmen können, der hätte mir da ins Loch fallen können, dann wäre der weg gewesen. Und dann wäre der vielleicht auch noch dann dem anderen Autofahrer voll in die Scheibe und bam, tot. Ich meine, da lacht ihr drüber, ich finde das überhaupt nicht lustig. Es hat überhaupt keiner gelacht. Ja, ja, okay. Auf jeden Fall, das war doch nicht alles. Und dann fahren wir so eine Weile. Und wir gucken uns schon alle so ein bisschen an, ne, so, oh, naja, wir müssen halt nach Berlin, ne, wir müssen halt, ich meine... Ich meine, man kann ja auch aussteigen und sagen, du, ich finde das irgendwie doof, aber hat jetzt halt keiner gemacht, ne? Und dann, der Typ tatsächlich, dann irgendwann so nach einer halben Stunde Fahrt, greift er so neben sich in so einen Bierkasten und hält uns so ein Bier hin und sagt, jemand ein Bier? Wir so alle, nö, danke. Und dann macht er das auf und trinkt das. und gönnt sich einen, ne? What the fuck? What the fuck? Und bei so einem willst du ja auch kein Gespräch anfangen, ne? Da weiß er, wo das hinführt. Wenn du mit dem anfängst zu diskutieren, das hört erstens nicht auf. Zweitens ist das so ergiebig wie eine Wand angucken. Wobei das manchmal ein bisschen ergiebiger ist, weil ich habe gehört, gucken, da verbrennst du Kalorien bei. Gut, beim Reden jetzt auch, ne? Aber ihr versteht schon, was ich meine. Und dann wäre vielleicht noch Maria mit ins Spiel gekommen, die ihn da irgendwie bestimmt immer... Aua, aua! Die ihn da bestimmt immer zur Seite steht, wenn er Auto fährt. Deswegen kann er auch saufen, wenn er möchte. Nee, also geht gar nicht. Geht gar nicht. Trotzdem ist keiner ausgestiegen. Wir sind alle mit zum Ende gefahren. Wir haben auch überlebt. Tatsächlich, alle. Aber das ist so die Geschichte, die ich dann auch gerne erzähle. Wenn es um Mitfahrgelegenheit geht. Ich will es trotzdem nicht schlecht sprechen. Hatte auch sau viele gute Erfahrungen damit. Man kann sich ja auch vorher so ein bisschen absichern, nicht so richtig absichern, aber man kann im Vorfeld so ein bisschen gucken, vor allem jetzt, wo sie es verbessert haben, ne, mit diesen Anmeldungen und so weiter, wo du so einen Account haben kannst und so, das ist schon alles besser und das ist auch gut. Ich will es absolut nicht schlecht reden und, ich meine, im Prinzip, ich kann's empfehlen, durchaus sogar. Wem ich jetzt nicht so empfehlen würde, wären so, wunderhübsche, auch nicht wunderhübsche, junge und ältere, alleine reisende Damen. Nee. Oh, der ist schon tot. Irgendwie ist mir das zu heiß, wenn man zu zweit ist oder gleich zu dritt. Oder so, dann ist das was anderes.
ich habe da mal meine Freundin, damals meine damalige Freundin, habe ich mal zu so einem Auto gebracht und dann habe ich gesehen, was da war und dann habe ich sie gleich wieder mitgenommen. Obwohl sie auch ganz dringend damals nach Hamburg musste, das habe ich gesagt, nee, das lassen wir mal schön bleiben. Es ist halt, du weißt halt nie, ne? Und wenn du irgendwo hin musst und das muss sicher sein. Ja, zum Beispiel die Gamescom, ja? Da kann ich mir nicht leisten, so, oh, pff, mal gucken, vielleicht fahre ich ja mit der Mitfahrgelegenheit oder mit der. Nee, das geht nicht. Das geht überhaupt nicht. Vor allem dann auch nicht auf der Rückreise, ja? Ich muss ja arbeiten. Oh, das war ein Kumpel, ne? Oh. Ich muss ja dann arbeiten und ich bin aber bis kurz vor knapp bin ich bei der Gamescom und da musst du halt wissen, okay, du kommst an dem Tag nach Hause. Da ist zwar Zug durchaus so eine Alternative, aber jetzt kommen wir nämlich zum Thema zurück. Nämlich, Flugzeug ist billiger. Wenn ich jetzt schon weiß, naja, jetzt wird es wahrscheinlich nicht mehr so sein, aber ich wusste ja schon sehr, sehr früh, wann die Gamescom ist und konnte somit sehr, sehr früh mir einen Flug buchen. Ich kann es ja mal sagen an dieser Stelle, der Flug hat hin und zurück dann gekostet irgendwie 97 Euro oder 87 Euro sogar. Und wenn man das so früh weiß, dann ist das auch so billig, ne? Ich hatte mal, ich glaube, ich habe es ein bisschen verkackt, weil ich hatte den einen Tag, wollte ich schon mal buchen und dann dachte ich, ach nee, lass uns doch mal kurz hier den Mickel fragen, so, wann ist denn hier was und so, gibt es da irgendwelche Termine, kann ich früher, soll ich später und so. Und da habe ich irgendwie 3 Tage gewartet, habe nochmal mit unseren Leuten so gesprochen von der GameStar, wann die denn und so. Und 3 Tage später war es schon irgendwie 10, 15 Euro teurer. Also da muss man immer aufpassen, sobald du weißt, wann du das kannst, wann du dahin willst, wenn du zurück willst, sofort buchen. Und Bambalicious ist es billiger als mit dem Zug. Und ich verstehe das nicht. Ich verstehe es beim besten Willen nicht, was da mit der Deutschen Bahn los ist. Wenn die doch wenigstens, also, ich meine, die machen ja auch Gewinne, ne? Das ist ja nicht so, als wenn die kein Geld machen würden. Also, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber ich meine, sowas gehört zu haben, ne? Und es werden so und so viele Millionen auch für so und so viel Quatsch ausgegeben. Ich meine, dann guck doch, dass die Preise konkurrenzfähig sind, was Autofahren und Flugzeugfliegen angeht. Ich meine, Kerosin, Alter. Kerosin. Das ist Ober-Mega-Benzin des Todes. Das macht man, glaube ich, in Raketen, oder nicht? Ja, und das verballern wir, nur weil wir dann irgendwie schneller von Berlin nach Köln kommen, beziehungsweise in meinem Fall, weil ich dann schneller da bin, günstiger da bin und mir nichts anderes leisten kann. Ich meine, gut, wenn man jetzt so ganz ideell wäre, würde man natürlich sagen, ja gut, ist ja jetzt nicht die Schuld der Umwelt, dass du arm bist. Kannst schön mal ein bisschen mehr Geld ausgeben. Irgendwie kommst du da schon hin. Oder du gibst dir halt die Mitfahrgelegenheit. Aber ich bin da leider nicht so stark. Das ist, da könnte ich auch wieder das nächste Thema aufmachen. Vielleicht besprechen wir das ja in der nächsten Folge. Und zwar Vegetarier sein und Veganer sein. Oh ja, das ist doch mal ein schönes Thema für die nächste Folge. So lange besprechen wir hier noch. dass ich einen Wachhund habe jetzt. Und ja, dass ich bei der Gamescom bin. Seid ihr auch da? Das haben wir, glaube ich, schon mal in einem Livestream besprochen. Oder angesprochen. Ich werde jeden Tag da sein. Ich werde jeden Tag posten, wo ich bin. Also zu einer Zeit oder zu zwei Zeiten des Tages werde ich posten. Zum Beispiel, da gibt es ja so einen Ort bei der Gamescom unter der Brücke, da hinten bei der Brücke. Da einmal, also wenn du vorne beim Haupteingang reingehst, ganz nach hinten durch. Einmal ganz nach hinten durch. Gut, das war jetzt richtig schlecht, aber der Hund hat mich gerecht. Einmal nach ganz hinten durch. Da war so ein bisschen so Outdoor-Quatsch letztes Jahr. Mit so Surfen und so. Und da ist dann immer so Treffpunkt. Wenn man Bock hat, kann man sich doch mal Hallo sagen, ne? Kann man zusammen Ticken spielen. Ticken oder auch verstecken. Wobei, mir ist aufgefallen, Leute aus meiner Umgebung hier in Berlin kennen den Begriff Ticken nicht. Ich verstehe das nicht. Ich habe immer so, ey, wollen wir Ticken spielen? Und die alle so, what? Alter! Du Sexist. Und ich so, nee, nicht. Nicht ficken, ticken. Wie, was ist denn Ticken? Also ich verstehe, also man muss doch Ticken kennen, Leute. Kennt ihr Ticken? Hochtick? Tiertick? Ich weiß keine anderen Ticks mehr. Und wer es jetzt nicht kennt, Ticken ist, wie nennt man das auf, weiß ich nicht, Hochdeutsch anscheinend, fangen, oder was? Also einer läuft dem anderen hinterher und dann ruft er irgendwann, du bist! Und dann ruft der andere, Scheiße!
Du Arsch, ich hatte Klippo. Und dann sagt der andere, nix Klippo, Klippo ist was für Mädchen, Klippo spielen wir, mit Klippo spielen wir nicht, Digga. Und ja, das ist für mich, ist das Tekken. So, schönes Ende. Ich muss mal ganz kurz gucken, was hatte ich denn? 19:11, ja gut, ist doch okay. Ja, und nächste Folge machen wir dann das Thema Vegetariertum, Veganertum und gegen Karnivorentum. Und das bedeutet Fleisch essen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns nächste Folge. Bis dann. Fischkopf und tschüss.